wäre denn eine Pop-10-Festival-Berichterstattung ohne ein Festival-Crips? Beim letzten Mal waren wir bei den Bondage Ferries, bei Melt und jetzt sind wir bei Kranstöver auf dem Zeltplatz. Jungs und Mädel, wie lebt es sich denn hier? Schön lebt es sich hier. Es ist chaotisch, aber das muss ein Zeltplatz ja sein auf dem Festival. Hier am Donnerstag in der Zeltbühne gespielt, richtig? Genau, wie war das für euch, der Auftritt, so summa summarum? Es war sehr, 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 sehr warm, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab viel positives Echo und die Leute waren sehr gut drauf. Es ist auch unsere erste wirklich große Festivalerfahrung heute oder gestern, vorgestern. Nächste Woche sind wir dann noch auf dem Jenseits von Millionen. Wie sieht es denn bei euch aus, wenn jetzt keine Kamera vor Ort ist? Was passiert denn hier so auf dem Zeltplatz in einem Kranstöver-Zelt? Wir sind jetzt auch nicht viel anders als die anderen Festivalbesucher. Es wird Flunkyball gespielt, wir essen, wir trinken, wir lachen, wir tanzen und hören Musik. Was sagst du denn eigentlich zu der ganzen Geschichte hier? Ja, ich fühle mich wohl. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das Zelt an von Kranstöver. Eine Frage noch, was heißt denn eigentlich dieser Name? Das ist der Nachname einer Freundin, über die wir uns alle kennengelernt haben. Liebe Grüße an die Freundin an dieser Stelle, ist wunderbar hier mit deiner Band. Gucken wir uns mal das dekadente Zelt an. Wir sehen eine sehr, sehr große Luftmatratze und viele Wasserpfützen, das Zeichen der letzten Nacht. Und ein wichtiges Utensil sind natürlich Gummistiefel, eine Taschenlampe mit Darth Vader, die leuchtet, das Must-Have. Das war's eigentlich schon. Passt doch nochmal zusammen, was wird bei euch noch passieren in diesem Jahr? Wir stellen das Album fertig, was wir jetzt aufgenommen haben. Also es wird fertig gemischt und gemastert. Okay, und wenn er dann das Album rausgebracht hat, dann geht's auf die großen Festivals und dann schlafen wir auch alle gemeinsam im Hotel. Auf jeden Fall. Oder auch im Zelt, das macht ja Spaß.